Die Dweier ist ein Kompott aus Zwiebeln und Trockenfrüchten mit Honig und Gewürzen, das es in zahlreichen Variationen gibt. An Festtagen wird der von Dweier gekrönte Couscous gern zu den klassischen 7 Gemüsesorten serviert, Klammer auf, Seite 32, Klammer zu. Weniger aufwendig, aber genauso ausgewogen wird das Gericht, wenn Sie einfach Grill- oder Schmorgemüse, nach Saison und Joghurtsoße, Klammer auf Seite 8, Klammer zu, dazu reichen. Für 4 Personen 50 Gramm Couscous, 1 Esslöffel Argan oder Olivenöl, 30 Gramm Butter, 500 Gramm Zwiebeln, 40 Gramm Butter, 1 Zimtstange, 2 Gewürznelken, 1 gute Prise Safranfäden, am Vorabend in ein Glas Wasser eingeweicht, 60 Gramm Rosinen, hell und dunkel, 1 türkische Lira Zimt, 1 UTL Quatre Epices, Klammer auf Seite 6, Klammer zu, 2 Esslöffel Honig, einige Mandelblättchen, bereiten Sie den Couscous vor. Falls Sie ihn nicht mit Soße servieren möchten, ist die traditionelle Dampfgarmethode, Klammer auf Seite 25, Klammer zu, besser, weit die Körnchen weicher werden. Für die Dweier Zwiebeln feinschneiden. In eine Pfanne zusammen mit der Zimtstange und den Gewürznelken in Butter andünsten. Sobald die Zwiebeln glasig sind, mit Safran und dem Einweichwasser aufgießen. Rosinen und gemahlene Gewürze hinzufügen und bedeckt auf kleine Flamme etwa 15 Minuten köcheln lassen. Honig dazugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Hitze erhöhen und das Ganze leicht karamellisieren lassen. Dabei ständig umrühren, den Couscous auf einer Servierplatte zu einem Kegel aufhäufen, in die Mitte eine Mulde drücken, dort die Dweier hineingeben. Mit Mandelblättchen bestreut servieren. So geht's auch, Sie können die Dweier mit Kichererbsen zubereiten, mit frischem Ingwer, Datteln, getrockneten Aprikosen, mit ganzen Mandeln, Pinienkernen, Pistazien, oder Sie mit gehacktem Koriandergrün bestreut servieren. Sie können die Dweier auch als Beilage zur Tahine oder zu Grillgemüse reichen. Dann wird sie extra in einer Schale serviert.